Ja, über das, was wir auf Twitch so machen. Du bist ja letztes Jahr ziemlich aus dem Nichts aufgetaucht. So habe ich das mitbekommen und da plötzlich so Videos gegen Lara und Shoyoka gemacht. Ja, das war tatsächlich auch so mein Einstieg. Also tatsächlich habe ich mit YouTube angefangen, weil mich damals diese Skuros-Shoyoka-Thematik gestört hatte, wo sie dann ja diese Belästigungsgeschichte gedroppt hatte und Skuros hatte dann sozusagen den Gegenbeweis und das fand ich insgesamt, also hat mich ein bisschen auf die Palme gebracht. Ich hatte das vorher schon bei KuchenTV ein bisschen verfolgt und habe dann einfach mein erstes Video gemacht und so bin ich dann da reingestolpert. Und da hatte ich Glück, dass das irgendwie direkt eingeschlagen ist. Ja. Und deshalb war ich irgendwie, ich kam so aus dem Nichts sozusagen, ne? Wie lange machst du das denn schon? Den Kampf gegen die Woken, sage ich mal. Nett, auf die bin ich erst im Laufe des Jahres 2022 aufmerksam geworden, als sie so hart gegen Proletopia gegangen waren. Ich hatte vorher nur Ah, okay. Videos gemacht auf YouTube, so alle paar Wochen so kurzen Zeitungsartikel kommentiert, jetzt nichts Besonderes. Und Ja. nachdem sie so auf den losgegangen waren, da dachte ich, okay, die verhalten sich ja schon extrem feindselig ge uns gegenüber. Und bei Proletopia da wegen völlig harmlosen Sachen, die eigentlich lange Konsens in der Linken waren, die sich nur durch den Ukraine-Krieg ein bisschen verändert hatten. Okay. Also bist du quasi schon, schlägst du dich im Prinzip schon ein bisschen länger mit denen rum? Könnte man im Prinzip so sagen. Ja, ich persönlich damals noch nicht. Also da bin ich auf die aufmerksam geworden und habe gedacht, okay, was ist mit denen los? Dann habe ich einen Talk mit Dara gemacht. Das war dann Sommer 2023 und also der Talk, der lief völlig in Ordnung. Wir haben über Ukraine-Krieg und so aus Versehens geredet. Eigentlich wollten wir über ja über Wokeness und Cancel Culture und so reden und dann haben wir über den Ukraine-Krieg geredet, weil Dara da irgendwie ein paar ziemlich unsinnige Thesen vertreten hat und hinterher, also Okay. der Talk war schon gelaufen, hat er mich dann als Verschwörungstheoretiker diffamiert. Wild. Aber bei ihm ist das ja auch so, wie ich das mitbekommen habe, der glaubt ja so gefühlt gar nicht an Cancel, ne? Das ist ja so eure, also da steht ja in zwei Lagern im Prinzip. Also du bist, wie ich das mal mitbekommen habe, der sehr starken Meinung, dass sehr, sehr viel gecancelt wird. So habe ich das mitbekommen zumindest. Und Dara ist ja der Meinung, hier ist, es gibt ja hier gar kein Cancel, so nach dem Motto. Also zwei komplett gegenübergesetzte Lager. Ne, also ich bin da selbst ein bisschen zwiegespalten. Also ich glaube auch, dass das Canceln natürlich gibt, ne, dass es öfters passiert. Aber ich persönlich habe auch ein Problem damit, bei jeder Sache immer mit der Cancel-Keule zu kommen. Nach dem Motto, hier, du willst mich jetzt canceln, ne? Also das wird jetzt mittlerweile schon wieder sehr universell gebracht, oder wie ist da so dein Gefühl? Ja, sicherlich wird diese Keule manchmal gebracht, wenn sie nicht der Fall ist. Also wenn Thomas Gottschalk, der im öffentlich-rechtlichen Fernsehen auftritt und eigentlich alles sagen kann, sich über Cancel Culture beschwert, dann spricht er sicherlich ein relevantes Problem an, was für ihn jetzt nicht so zutrifft. Da magst du recht haben. Aber wenn wir jetzt auf Ja. unsere Bubble hier auf Twitch schauen, hier wird schon relativ aggressiv gecancelt. Also ein Skuros wurde gesperrt, ein KuchenTV wurde gesperrt, ein Proletopia wurde demonetarisiert. Also das sind ja schon Sachen, die hier schon relativ exzessiv vorkommen bei relativ harmlosen Sachen. Absolut. Absolut, definitiv, ne? Also, weißt du, weshalb Skuros damals gesperrt wurde auf Twitch? Was war da nochmal für eine Sache? Der hatte ja diese eine Doku geschaut, so wie ich das mitbekommen habe, ne? What is a Woman war das damals? Ja. Und dann hat er noch ein paar Sachen auf Twitter geschrieben und also Twitch ist damit ja nicht durchgekommen. Das Gute ist ja, dass der deutsche Rechtsstaat diesbezüglich noch funktioniert und er das dann verhindert hat. Absolut. Absolut, ne? Also Gott sei Dank, stell dir das mal vor. In Amerika, so wie ich das mitbekommen habe, gibt es das in der Form gar nicht, ne? Also es ist ja das Gute, dass sich Twitch, wie gesagt, an deutsches Recht zu halten hat. Gott sei Dank, wie gesagt, wegen den deutschen Kunden, ne? Also klopfen wir mal auf Holz, dass es so bleibt, ne? Das ist der einzige Grund, warum KuchenTV jetzt überhaupt noch frei ist, ne? Stell mal vor, wir wären in Amerika, der wäre jetzt immer noch gebannt. Einfach random, ja? Ne? Ohne irgendeine Begründung. Und das ist ja die größte Frechheit. Ohne eine Begründung sperren die ihn, ja? Dann geht er vor das Bundesverfassungsgericht, ja? Wird freigesprochen und jetzt haben die noch die Dreistigkeit, noch in Berufung zu gehen, nachdem sie vor Gericht original einfach nur vorgelegt hatten, ja, das war Hess und Hatze. Hass und Hetze, ohne ein Beispiel. Ja, die haben gedacht, sie bräuchten keine Begründung, weil das ihr Unternehmen ist, weil das in den USA tatsächlich so geregelt ist. Ist das blöd. Aber man informiert sich doch vorher, weil das war ja vorher mehr oder weniger schon klar, dass sie eine Begründung brauchen. Das wurde ja vorher schon so viel diskutiert, das wusste ja gefühlt schon jeder Dulli, der mal ein YouTube-Video geguckt hatte zu dem Thema. Aber nur die wussten es nicht. Also, da frage ich mich, wie kann sowas passieren? Wahrscheinlich haben sie sich nicht so sehr über den deutschen Markt informiert, das würde ich vermuten. Aber also theoretisch hat ja, also.
Also ich vermute, dass es ja Leute gibt, die für Twitch Deutschland auch zuständig sind. So, und ich gehe jetzt nicht davon aus, dass die Twitch-Leute in Amerika jetzt zum Beispiel KuchenTV sperren. Das wird ja schon irgendwer wahrscheinlich sein, der zum deutschen Twitch-Support gehört, weil der wurde ja markiert. Twitch-Support, ja. Die sehen deutsche Sprache, das heißt, sie werden ja wen Deutsches dahin schicken im Prinzip oder jemand, der Deutsch spricht zumindest, der sich dann darum kümmert. So, und also, und wenn man dann auch noch deutsche Anwälte beauftragt, also spätestens die müssen dann ja checken, dass sie sich vorbereiten müssen, weil das waren ja jetzt keine Englischsprachigen. Deshalb verstehe ich nicht, wo es scheitern muss, dass es dahin kommt, dass man das erst vor Gericht erfährt als Twitch. So, ne? Wie gesagt, da haben sie sich wahrscheinlich nicht so viel gedacht und gedacht, sie kommen damit durch. Das nehme ich zumindest an. Oder sie haben gedacht, dass die Streamer, die gehen nicht so weit, die akzeptieren, dass sie weggesperrt wurden und gehen dann auf andere Plattformen. Das ist ja so blöd, ey. Ein kleiner Streamer hat nicht das Geld, um dagegen zu klagen. Also, wenn die mich jetzt gesperrt hätten, ich hätte wahrscheinlich auf YouTube oder Kick dann gestreamt. Absolut, ne? Und das ist dann natürlich so im Endeffekt halt die Schweinerei, ne? Weil vor allem geht es halt auf die Kosten der kleinen Leute. Das ist halt leider einfach so, ne? Die probieren das einfach mal und hoffen, dass keiner halt dagegen klagt, dass keiner halt das Geld hat, ne? Und wer halt sich damit oder wer das mitbekommen hat, also allein wie viel Geld KuchenTV dafür bezahlt hat, dass er da wieder freikommt, und er sieht ja keinen Cent davon wieder. Also das ist ja also wild, ne? Gut, er hat sich auch einen sehr, sehr guten Anwalt genommen, das muss man dazu sagen, so, ne? Die Tabelle hätte man dann wahrscheinlich wiederbekommen in der Form. Aber wenn man gewinnt, aber er hat ja natürlich einen Anwalt, der, weil er sicher gehen wollte, dass er da auch wieder rauskommt. Ne? Ja, und das weißt du ja vorher nicht, dass du gewinnst. Natürlich, safe, ne? Das weiß man. Wobei, also in dem Fall soll es ja relativ klar gewesen sein auch, ne? Eigentlich, aber naja, stimmt schon, ne? Aber jetzt ist halt die Frage, wegen dem Canceln, ist das jetzt so, dass du es vor allem, wenn Unternehmen, wenn halt Unternehmen dich halt mundtot machen wollen, beispielsweise, oder wenn sie die Bedenken haben, dass du irgendwas Illegales machst, so wird es wahrscheinlich in den meisten Fällen sein, und dich dann weghauen, ist das eher das Problem, was du als Canceln bezeichnest, oder ist es das schlimmere Problem, dass man auf Twitter dazu aufruft, zum Beispiel als Influencer andere Leute zu canceln? Das kam in der Vergangenheit auch schon öfters mal so vor in die Richtung. Das Erstere dient ja Zweiterem. Also man ruft ja dann auf Twitter dazu auf, dass derjenige beispielsweise seinen Kanal verlieren soll. Also natürlich entscheiden letztlich die Unternehmen dann darüber. Also es kann ja nicht irgendein Random auf Twitter hingehen und sagen, der Kanal ist gesperrt. Das müssen die Unternehmen entscheiden. Da bräuchte es eigentlich staatliche Gesetze, die so etwas verbieten. Aber also wir sehen, dass Gerichte das in manchen Fällen untersagen, aber in anderen auch nicht. Da bräuchten wir eine klare, sichere Rechtslage, die sagt, nee, Twitch darf überhaupt keinen Kanal sperren, es sei denn, es wird da vielleicht zu Straftaten aufgerufen. Ja, das ist aber dann natürlich auch schwierig, weil dann müsste man ja für jede Sache, weil es gibt ja Leute, die werden vielleicht auch zurecht gesperrt, weil sie halt irgendetwas machen. Dann müsste man ja mit jeder Sache dann erstmal vor Gericht gehen, ne? Ja, das wäre natürlich sinnvoll. Auch ein mehr Aufwand für die Gerichte, ne? Die Gerichte haben ja so schon relativ viel zu tun, ne? Also, ne? Klar, es würde die unberechtigten Fälle auf jeden Fall schwieriger machen, aber es gibt ja manchmal auch Fälle, die sind wirklich relativ glasklar, dass du gegen die Twitch-Richtlinien verstößt beispielsweise, ne? Das ist dann ja relativ klar, oder? Also die können Twitch erstmal so auslegen, wie es das gerade braucht, und zweitens jederzeit ändern. Also die Twitch-Richtlinien, die sind kein guter Maßstab dafür, ob jemand gesperrt werden sollte. Ich meine, niemand von uns wird die Twitch-Richtlinien gelesen haben. Niemand weiß, was da drin steht. Also Twitch könnte dann auch einen Abschnitt, also keine Ahnung, die Aussage, es gibt nur zwei Geschlechter, ist dann Hass und Hetze, und alle, die das sagen, werden gesperrt. Könnte Twitch machen, wenn es sich diese Argumentation der Walkies abschaut. Ich meine, die sagen ja, jeder, der sagt, es gäbe nur zwei Geschlechter, sagt, Transmenschen würden gar nicht existieren, das Existenz absprechen, das ist Hass und Hetze. Also das ist ja tatsächlich so wurde ja im Fall von Skouros argumentiert. Das ist ja unfassbar. Ja, also das habe ich gar nicht mehr so genau auf dem Schirm, was da argumentiert wurde bei Skouros. Aber klar, ne, dort ist es dann ja aber auch so, dass ein Gericht das dann beurteilt, weil das darf ja nicht willkürlich sein, so, ne? Aber was wäre denn jetzt für dich so ein Grund, wo du sagen würdest, da wäre es okay, wenn Twitch dich halt von selbst sperrt?
Ne, also was musst du da machen? Jetzt mal abseits von diesem Wokey-Ding, weil es kann ja beispielsweise auch sein, dass du zum Beispiel, wir hatten ja schon alles in Amerika beispielsweise, dass sie da durch die Straßen gehen in dem oder dass du einen Twitch-Stream machst und irgendwelche Leute in anderen Ländern halt richtig belästigst im Prinzip, live im Stream für Klicks. Ne? Wäre das dann für dich in Ordnung, dass man da den Kanal sperrt oder müsste man dann auch erstmal gerichtlich dagegen vorgehen? Na, was heißt belästigt? Wie bitte? Was heißt belästigt? Boah, da war mal so eine Geschichte, dass von Jasmin Gnu, dieses Video, ich hab's gar nicht mehr ganz genau auf dem Schirm, ich such's mal ganz kurz, da war irgendwer in der Bahn und der hat also wirklich auf Twitch im Prinzip die ganze Zeit nur Scheiße gemacht. Ne? Der hat die ganze Zeit irgendwelche Leute belästigt, die da reingekommen sind, in Japan oder so, hat er die Leute angeschrien und sonst was, also nur Unsinn im Prinzip. Ne? Also sein Channel hatte so gar keinen Mehrwert, ne? Aber dafür jetzt wen direkt zu sperren ohne Gerichtsprozess wäre natürlich auch mies, ne? Stimmt schon. Ja, also aber, dafür sollte man aber, nicht gesperrt werden. War das denn nochmal? Ich glaube, der hatte sich noch paar mehr Sachen erlaubt. Hat das noch irgendwer auf dem Schirmchat, was da passiert ist? War das nicht in Belgien? Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Hat das irgendwer noch auf dem Schirm? Escort-Dame im Hotel? Was? Das war in Japan. Okay, ja, stimmt. Das war in Japan. Johnny Somali. Ach, stimmt. Johnny Somali. Der hat... Stimmt, okay. Jetzt kommt's. Der ist nach Japan gegangen, ist in Zug rein und hat live im Stream die ganze Zeit richtig rassistische Sachen. Halt erzählt... rumgebrüllt oder sonst was, ne? Also richtig rassistisches Gedankengut auch, ne? Also nicht so, dass man es jetzt so verargumentieren könnte nach dem Motto, das ist nicht rassistisch, sondern es war schon relativ eindeutig. So, ne? Würdest du da sagen, es wäre in Ordnung für Twitch, dass die dir den Hahn abdrehen? Nein. Also das sollte keine Rechtfertigung sein, jemanden den Stream zu sperren. Erst recht nicht. Also wie gesagt, Twitch sollte gar nicht darüber entscheiden. Das sollte, wenn der Staat machen, durch Gesetze zu sagen, ab hier darf gesperrt werden und ab hier nicht. Wenn du jetzt, keine Ahnung, nehmen wir mal was Eindeutiges, sagst, Leute bunkert Sprengstoff, um den Aufstand gegen die Bundesregierung vorzubereiten. Okay, das ist Aufruf zu Straftaten. Aber wenn du jetzt nur was Rassistisches erzählst, ja, dafür wirst du doch von allen Seiten kritisiert. Das sollte doch dann Strafe genug sein. Aber theoretisch, wenn man jetzt davon ausgehen würde, also zum Beispiel Volksverhetzung dürftest du ja nicht machen. Also es wäre ja offensichtlich dann gegen ein Gesetz. Das heißt, du würdest dann strafrechtlich verfolgt werden, aber du würdest sagen, diesen Menschen, auch wenn der mit seiner Reichweite im Prinzip wirklich rassistisches Gedankengut vertreibt, dann dürfte man die Reichweite trotzdem nicht wegnehmen. Wie ist das denn in Japan? Also ist das Volksverhetzung, das ist ja ein sehr deutsches Phänomen, sowas gibt es ja in den USA beispielsweise überhaupt nicht und das wird ja teils auch relativ willkürlich ausgelegt, also das ist auch so ein Paragraph, den könnten wir eigentlich zum Schutze der Meinungsfreiheit wieder abschaffen, den hat ja Otto von Bismarck ursprünglich eingeführt, um gegen die Sozialisten vorzugehen, das ist ja auch eine ganz interessante Geschichte, die dieser Paragraph schon hinter sich hat, also da gibt es ja auch jede Menge Kritik dran, aber wie ist das denn in Japan, gibt es da überhaupt so einen Paragraphen? Also ich weiß nur, dass es halt ein ich sage jetzt mal, das war kein japanischer Einwohner. Das war irgendwie ein Amerikaner, der extra dahin gefahren ist, um dort Scheiße zu machen. Der hat dafür dann irgendwann auch richtig Probleme bekommen von den Japanern, weil der war einfach nur da, um die halt mit dem Twitch-Stream, ne, der war die ganze Zeit online, um die da zu nerven, so. Ne, um da darauf auf also dadurch, dass er irgendwelche Japaner in anderen Ländern abfuckt, darauf Klicks zu machen im Prinzip. Ne? Aber du hattest gerade erzählt, es hatte eine interessante Geschichte mit der Volksverhetzung. Das würde mich mal interessieren. Hast du das gerade auf dem Schirm? Also warum wurde das eingeführt? Weil, heutzutage, wie gesagt, wir haben es ja mitbekommen, ist es ja bei Kuchen so, der hat das ja auch einfach eine Anzeige wegen Volksverhetzung bekommen. Ne, aber wenn man sich das dann anguckt am Ende, was er wirklich gemacht hat, fragwürdig, ob man wen da mit der Volksverhetzungskeule überhaupt einen die überhauen sollte, sag ich mal, ne? Ja, deswegen sollte man den Paragraph auch, glaube ich, streichen. Wie gesagt, das hat Bismarck in seinem Kampf gegen die Sozialisten eingeführt. Der hat ja Sozialistengesetze erlassen und ein Gesetz, um die Meinungsfreiheit einzuschränken, um marxistische Agitation gegen
gegen die Klassenherrschaft zu beseitigen, war halt der Volksverhetzungsparagraf, der damals auch, glaube ich, noch anders hieß, als er eingeführt wurde. Der wurde dann in der Bundesrepublik leider auch so übernommen. Und KuchenTV ist ein gutes Beispiel dafür, wie schwammig der ausgelegt wird. Safe. Ja, also schwammig wird auf jeden Fall aufgelöst. Volksverhetzungsparagraf. Wie hieß der vorher? Das weißt du nicht mehr, ne? Nee, aber es gibt ja Aufruf zu Straftaten beispielsweise. Also dieses Leute, schafft euch Waffen an, um damit dann Aufstand gegen Staat zu wagen, oder Leute, begeht Straftaten. Also das ist ja schon strafbar. Da braucht man ja keinen extra Volksverhetzungsparagrafen mehr für. Eigentlich nicht. Stimmt, sowas lese ich jetzt hier gerade. So, Ampel verschärft Volksverhetzungsparagrafen. Öffentliche Verharmlosung von Kriegsverbrechen künftig strafbar. Aus dem Jahre 2022. Ende 2022. Da wurde nochmal rumgedoktert, oder wie? Habe ich ja gar nicht mitbekommen. Ja, und was heißt Verharmlosung von Kriegsverbrechen? Also, es werden ja, es werden ja mittlerweile schon Leute, die eine andere Sicht auf den Ukraine-Krieg haben, vor Gerichten verklagt und dann in der nächsten Instanz freigesprochen. Das heißt, auch Gerichte interpretieren den völlig unterschiedlich. Ich weiß nicht, Heinrich Bücker hieß dieser Fall von einem deutschen Kommunisten, der gesagt hat, wir sollten uns in die Rolle Russlands hineinversetzen oder sowas ähnlich. Ich habe die Originalzitate jetzt nicht mehr vorliegen. Das ist nur so ein Fall, den habe ich gedacht. Und er wurde vor der ersten Instanz tatsächlich verurteilt und in der nächsten Instanz dann freigesprochen. Also auch Gerichte haben dann durchaus sehr unterschiedlichen Blick drauf. Und ich finde, solche Gesetze, die so schwammig auszulegen sind, die sollte man lieber streichen. Ja, klar. Ne, klar. Ja, nö. Da wäre ich auch der Meinung auf jeden Fall. Ne, also hat der Volksverhetzungsparagraf, ich weiß nicht, hat der mal irgendwas Gutes bewirkt? Also das bekommt man halt relativ selten mit, ne? Also theoretisch müsste es ja mal irgendwann mal was Gutes bewirkt haben. Dass halt wirklich irgendwer, der wirklich offensichtlich rechtsradikal ist und wirklich ein sehr bedenkliches Gedankengut hat, dass der mal so auf die Finger bekommen hat, wird ja bestimmt mal passiert sein, logischerweise. Aber es ist nicht so präsent. Ja, also da sind dann solche Sprüche wie alles für Deutschland oder diese anderen Nazi-Parolen, die sind dadurch auch verboten. Aber das ist die Frage, sollte man sowas verbieten oder sollte man im freien Diskurs klären, ob man solche Parolen sagt oder nicht? Und dass man das dann über Strafrecht löst, sehe ich auch sehr kritisch. Okay, alles für Deutschland habe ich jetzt noch nicht gehört. Deswegen also steht Björn Höcke gerade vor Gericht. Das kann man jetzt nicht sagen, oder wie? Ja, da steht Björn Höcke gerade vor Gericht. Also du darfst es natürlich im Gespräch erwähnen, aber du darfst jetzt nicht zitieren. Dich auf die Bühne stellen, alles für unsere Heimat, alles für Europa, alles für Deutschland, so wie Björn Höcke das gemacht hat, so quasi in frenetischem Tonfall und dann Applaus ernten. Aber wie gesagt, wer kennt dieses Motto, alles für Deutschland? Durch diese Prozesse haben es jetzt mehr Leute mitbekommen. Du wusstest es bis eben auch nicht anscheinend, oder? Nee. Siehst du? So leicht kann es gehen. Deswegen, auch das sollte man nicht klären, dass solche Nazi-Parolen gesellschaftlich nicht geduldet werden im freien Diskurs, anstatt das jetzt über Strafrecht zu regeln und da Leuten dann einen auf die Schnauze zu geben. Denn dadurch erhalten Rechte, die solche Parolen nutzen, dann eventuell noch mehr Aufmerksamkeit und können sich in die Opferrolle stellen. Ich meine, Björn Höcke hat dann gesagt, ich wusste überhaupt nicht, dass er strafbar ist. Das Motto haben doch so viele verwendet. Jetzt greifen die Gerichte mich hier an. Ist das so gut, dass man, also ich bin da sehr skeptisch. Ja, klar. Ja, kann man sich natürlich dann gut in die Opferrolle stellen, logischerweise, ne? Chat, was sagt ihr dazu? Das würde mich mal interessieren, mal meine andere Meinung. Findet ihr das, was der Agitator sagt, dass man Volksverhetzung so als Paragraphen auflösen sollte? Fändet ihr das sinnvoll oder findet ihr, es hat irgendwo eine Daseinsberechtigung? Sagt mal eins für Daseinsberechtigung, zwei für keine Daseinsberechtigung. An meinen Chat geht die gleiche Frage. Und wenn eins, dann warum? Relativ viele Zweien. Vielleicht hast du welche überzeugt oder die waren vorher schon da? Bei mir bisher auch nur Zweien. Bearbeiten. Ja. Zwei. Ab und zu ein paar Dreien. Was meinen die, die eine Drei reingeschrieben haben? Die sind die nicht sicher? Die stehen dazwischen oder wie? Das ist ein rechter Dogwhistle, eindeutig. Ja. Hab wieder nicht aufgepasst, was die Frage war. Ach, Fräulein Zahn. Was soll ich nur mit dir machen? Die Frage war, ob du eine Volksverhetzerin bist, Fräulein Zahn. Na, und KuchenTV, das hatte ich auch nur so am Rande mitgekriegt. Der wurde ja, glaube ich, wurde der einmal verurteilt oder mehrfach?
Also so genau weiß ich das auch gar nicht. Ich weiß nur, dass der Grund völlig, völlig, völlig absurd war. Da hat er einen Witz irgendwie repostet und gesagt, der ist gar nicht mal so schlecht. Und dafür wurde der dann angekackt. Ne? Das war wohl die eine Sache. Und die zweite Sache war, oder ich glaube, das war das, dann hat er einen Brief bekommen, auf den hat er nicht geantwortet und jetzt ist er wegen Volksverhetzung verurteilt. Also ich glaube, das war eine Sache auf jeden Fall. Wisst ihr es genauer? Also ich glaube, ich meine, so im Hinterkopf schwebt mir noch was rum. Es gab noch eine zweite Sache. Das Und mit dem eins, Brief was man hatte an ich Leuten auch noch schreibt, mitbekommen, ja. ja. Ja, das hatte ich Ja. mitbekommen. Aber da weiß ich nicht, ob er da fertig verurteilt war, denn da war er immer wieder in Berufung gegangen bei dem einen Verfahren. Das hatte ich so genau gar nicht verfolgt. Der erwähnt das ja nur immer wieder in seinen Videos, weil die Wokies es immer als Argument gegen ihn verwenden. Und da siehst du auch, wie das als Waffe verwendet wird, wenn man solche Dinge aufs Strafrecht verlagert. Ja, safe, ne? Jetzt haben wir hier mal einen interessanten Kommentar im Chat. Zigong 1. Agitator, ich finde es seltsam, wie du scheint mir AfD-Fan. Sorry, mein Gedanke. Was? Wie Nein, kommst du denn darauf, dass du ein AfD-Fan ist? ich weiß es nicht, aber ich bin BSW-Fan, wenn du so willst. Ich unterstütze offen das Bundes Sahra Wagenknecht, wenn ihr mich parteipolitisch unbedingt zuordnen wollt. Bundes Sahra Wagenknecht, die ist das die Partei, die sie gegründet hat? Ja. Ja? Ich muss dringend mal, also ich fühle mich gerade, als wäre ich ein bisschen benachteiligt, weil immer wenn du anfängst zu reden, schalten sich erst meine Kopfhörer ein. Das ist ein riesiges Problem, weil ich mit Bluetooth verbunden bin. Das braucht immer 2, 3 Sekunden. Also du fängst immer an zu reden und ich muss mir immer erst vorstellen, also erstmal erst herleiten, was du in den ersten 5 Wörtern gesagt hast, weil die höre ich einfach nicht. Warte, ich nehme jetzt mal andere Kopfhörer. Das ist unfassbar anstrengend. Chat. Ihr bekommt aber alles mit, ne? Das kommt nur zu spät bei meinen Kopfhörern an, oder? Es ist unfassbar anstrengend, so zu reden, ey. So. Ah. So, sag mal was. Sei gegrüßt, sei Oh, viel, gegrüßt. viel besser. Jetzt Gut, kann ich dich direkt hören. Ich musste immer die erste Hälfte deines Satzes immer raten. Nicht anstrengend. War das in der Reaktion vorher auch so oder war das jetzt nur so bei mir? Nee, das war in der Reaktion auch schon so, aber in der Reaktion ist es nicht so schlimm wie in einem Gespräch. Das ist das erste Mal, dass ich mich mit den Kopfhörern unterhalten habe. Und es ist halt tatsächlich relativ anstrengend, weil jedes Mal, wenn ich meinen Satz beendet habe und du hast angefangen, habe ich erstmal nichts gehört. Das war nicht sehr zielführend, ja. Aber gut. Ja, aber da sind wir gleich schon beim nächsten Thema. Ich glaube, das können wir jetzt, du hast ja nicht so viel Zeit, das können wir jetzt zum Abschluss nochmal nehmen. Wo verortest du Ja. dich eigentlich politisch? Also wir hatten jetzt hier mal witztechnisch festgestellt, dass ich die radikale Mitte bin, ne? So an Anlehnung an die radikale Linke von Dekadent. Aber ich würde mich politisch eher links verorten, ne? Also ich habe mal so einen Wertetest gemacht, da war ich eher links und auch mit den meisten linken Talking Points bin ich eher d'accord, ne? Wobei ich aber dazu sagen muss, dass ich auch zu unterschiedlichen Themen auch mal unterschiedliche Meinungen habe. Also ich sage jetzt nicht, dass ich jetzt bei jeder Sache, die auf der linken Seite steht, blind mitgehen würde. Ne? Es gibt sicherlich auch mal ein Argument, das vielleicht nicht ganz so schlecht ist aus dem rechten Lager. So, ne? Das würde ich jetzt nicht komplett absprechen. Ne? Und du siehst dich aber bei Sahra Wagenknecht, ja? Also auch links, wenn du das jetzt in Ja, dieser klar. Links-Rechts-Einteilung willst. Wobei, es gibt ja mittlerweile Leute schon, die wollen sie in die rechte Ecke stellen. Naitan meint, wir wären rechtsextrem. Oh, Herr Herrlich. Ehrlich? Nein. Ja, er hat einen Sahra Vortrag gemacht, Wagenknecht. tatsächlich. Ja, konservative Linke sind da, also so nennt er sie dann, die sind laut Naitan rechtsextrem. Extrem auch noch, aber wie, also Moment. An welchen Ebene muss es denn scheitern, dass man zu diesem Schluss kommt? Was hat denn er gesagt? Guck dir den Vortrag der Anti-Woke-Code an. Die konservative Linke, die kommt dann ab Minute 51 oder so. Das ist Naitans neuester Vortrag. Nein. Ist richtig witzig. Haben schon einige andere Streamer auch schon drauf reagiert. Ach du heilige Scheiße. Und was ist da? Ist da so die Quintessenz, die du da rausgezogen hast, wie er dazu kommt, dass die rechtsextrem sind? So, also mal runtergebrochen, ist ja unfassbar. Also, sie haben.
Sie sind gegen noch mehr Zuwanderung, also noch mehr, als wir gerade haben. Das ist definitiv konservativ bis rechtsextrem. Sie sind gegen Ja, Waffenlieferungen in klar. die Ukraine. Gegen Waffenlieferungen seien auch eindeutig rechtsextrem. Und dann noch ein paar andere Punkte, die er aufgezählt hat. Und dann sagt er, Nein, ja, nicht so ernsthaft. wirtschaftspolitisch sind die ja links, aber ihre ganzen anderen Punkte sorgen dafür, konservativ bis rechtsextrem, insgesamt rechtspopulistisch. Ach du heilige Scheiße, das muss ich mir sowas von mir angucken. Das ist ja so herrlich. So Neitern, gucken wir mal an. Ja, ich hatte ja auch mal eine kurze Auseinandersetzung mit ihm, weil er auf ein Video von mir reagiert hatte, wo ich mich darüber beschwert hatte. Genau, es ging darum, dass es in Deutschland wohl ein Museum gibt, wo es bestimmte Zeiten gibt oder Tage, wo halt nur Schwarze hin dürfen im Prinzip, ne? Oder nur People of Color. Ne? Und da habe ich gesagt, oh, ich finde, das ist ein falsches Zeichen, das ist vielleicht nicht die beste Idee, dass man, wie gesagt, Weiße da halt ausschließt, weil im Prinzip im Museum passiert nichts. Also, ne, es ist jetzt nicht, dass sie dadurch sicherer sind oder sonst was, ne, oder einen Safe Space haben. Die Weißen sind auch nur da, um sich das anzugucken, so, ne? Und also da ist er halt komplett durchgedreht, so nach dem Motto, nein, die Weißen müssen jetzt büßen erstmal wieder und also so, ne, ich kann das jetzt auch nicht mehr genau herleiten, was er damals gesagt hat. Wisst ihr es noch, Chat, was so seine Top-Argumente waren? Ich hatte das gar Ne, nicht ich wäre. mitbekommen. Das ist sehr interessant. Also das liegt ja auch an dieser Woken-Ideologie. Das ist ja die kritische Rassentheorie. Die kommt aus den USA. Ich wusste auch nicht, dass er da voll hintersteht. Das ist sehr interessant. Ey, also ich weiß nicht, inwiefern er dahinter steht. Ne? Vielleicht habe ich das auch falsch Also wie du das wiedergegeben, beschreibst, aber wird es passen. ja, das war das, was ich so mit halt rausgenommen habe. Ne? Also das war auch nochmal. Wie gesagt, vielleicht mache ich irgendwann nochmal ein Video über Neitern. Das würde ja eigentlich ganz gut passen. Ne? Du bist da gut informiert, sagst du. Ne? Du hast dich öfters mal mit ihnen hahn, oder wie? Zwangsweise. Ich hatte mit ihm einen Talk und der hat dann damit geendet, dass er mich als transfeindlich beschimpft hat und rausgegangen ist. Okay, warum sollst du genau transfeindlich sein? Was hast du gesagt? Weil, oh Gott, was war denn da mein Argument? Weil ich habe gesagt, man soll Leute nicht zu leichtfertig als transfeindlich beschimpfen. Ja. Beispielsweise Leute, die Tessa Ganserer jetzt Markus Ganserer nennen, die haben ja nicht ganz Unrecht, denn es steht ja im Personalausweis. Also ich habe Okay. Tessa Ganserer jetzt nicht mal Markus Ganserer genannt, sondern ich habe nur erwähnt, dass das im Personalausweis steht und gesagt, Leute, seid bitte netter zueinander und habe das nur als Beispiel genommen. Gar nicht gedacht, okay, jetzt, so, das war jetzt nur ein Beispiel und dann Nathan richtig Ja. wütend geworden und hat gleich einen Talk verlassen. Wild, okay. Also das habe ich ja gar nicht mitbekommen mit dem Markus, ne? Oder mit der Tessa. Aber sie oder er sieht sich als Transfrau, oder wie? Ja, steht aber nicht im Personalausweis und ja, und ist auch noch keine Geschlechtsumwandlung oder so gemacht. Also sieht aus wie ein ganz normaler Typ, oder wie? Nee, zieht sich Frauenklamotten an, aber sie sagt dann häufig, sie hätte einen weiblichen Penis und solche interessanten Sachen. Also diese Gender-Ideologie. Aha. Und wenn man Ah, da, okay. also da gibt es dann viele Konservative, die sagen, na, also ich will, wie gesagt, ich wollte mich in diesen Streit gar nicht einmischen. Ich wollte das nur Ja. als Beispiel nehmen, um zu sagen, Leute, seid netter zueinander und beschimpft den anderen nicht gleich als transfeindlich. Ja, safe, ne? Also, wo ich sagen muss, was ich persönlich affig finde, ist, wenn du beispielsweise eine Person hast, die sich offensichtlich Mühe gibt, als Frau wahrgenommen zu werden, und man tut auf Teufel komm raus alles, um sie immer noch als er zu bezeichnen. So, das finde ich ein bisschen affig so, ne? Wenn man's aber aus Versehen macht und es wird dir dann strikt rausgedreht und dann wirst du da als Transfeind betitelt oder sonst was, das finde ich, das geht gar nicht, so, weißt Ja, oder was jetzt im Selbstbestimmungsgesetz steht, dass du, wenn du den alten Namen von jemandem, der sein Geschlecht geändert hat, erwähnst, dass du das dann in bewundernswerter Art und Weise machen musst und wenn du die falsche Gestik und Mimik hast, dann eine Strafe von bis zu 10.000 Euro zahlen musst. Also das steht da drin. Das finde ich auch schon leicht dystopisch, was die Einschränkung der Meinungsfreiheit angeht. Das ist ja echt sackdämlich, stimmt. Darf ich auch mal über, ne? Da habe ich auch mal über was gelesen. Also über die Formulierung kann man halt auf jeden Fall streiten. Und über die Sache, ob es sinnvoll ist, das einmal im Jahr wechseln zu können, kann man, denke ich mal, auch streiten, oder? Ja, Also. aber es ist ja ein riesengroßer Unterschied, ob du der Meinung bist oder jenen dann gleich als transfeindlich bezeichnest oder die nächste Stufe das gleich versuchst, übers Strafrecht zu regeln, wie das mit dem Selbstbestimmungsgesetz ja jetzt der Fall ist. Absolut. Aber kam das in der Praxis jetzt schon mal vor, tatsächlich, dass das dazu geführt hat, dass man 10.000 Euro bezahlen musste? Es ist ja noch nicht in Kraft. Ach ja, ab November war das, ne?
Boah, also, das sind allgemein einige sehr schwammige Formulierungen drin. Das sollten wir uns dann angucken und dann wird wieder gespannt, wie Gerichte das dann auslegen. Klar, ne? Weil, klar, ne? Also theoretisch gerade den Paragraph, den du da gemacht, also den du da gerade aufgezählt hattest, den kann man ja wirklich missbrauchen, wenn man es denn wirklich möchte. Also wenn man denn wirklich etwas Böses will, ne? Aber ich lehne mich mal relativ weit aus dem Fenster und sage, also ich denke, die meisten Personen, die trans sind, die wollen einfach ihr Geschlecht ändern und ihre Ruhe haben, ne? Geht es wirklich um diese 1%, die damit irgendwas Dummes vorhaben, so, ne? Aber klar, ne? Gesetze müssen ja so geschrieben sein, dass auch diese 1% eben nicht die Chance haben, eigentlich. Logischerweise, ne? Hm. Na, und diese Ideologie, die dahinter steht, die Frage ist, ob das so gut ist. Also, also bei der Transgeschichte, das dauert jetzt, glaube ich, ein bisschen länger zu erzählen. Ich hatte ja eben das ist die Gender-Ideologie, das würde jetzt länger dauern, da jetzt auf Judith Butler und so einzugehen. Wir haben ja nicht mehr so viel Zeit. Nehmen wir mal das andere, das ist leichter zu erklären, die kritische Rassentheorie. Also diese Theorie, die sagt wirklich, die schwarze Rasse muss Rassenbewusstsein entwickeln, sich ihrer rassischen Position klar werden, ihre Interessen vertreten, versuchen gesellschaftlich nach rassischen Kriterien bevorzugt zu werden und solche Dinge wie Neutralität, wissenschaftliches Arbeiten, das sei ein weißer Blick auf die Welt. Und authentisches Schwarzsein bedeutet eben Subjektivität und dass man immer nur mit seinem eigenen Blick auf die Welt schaue. Also das ist ja jetzt wirklich einfach nur rassistisches Denken, einfach invertiert. Ja, ja, safe. Absolut. Einmal genau umgedreht. Ne? Also ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ne? Es gab ja jetzt 2024 einen neuen Film. Das ist so der für die Wokeness halt auch kritisiert wurde, wo halt alle Weißen so als Täter dargestellt wurde. Ne? Da gab es dann so eine schwarze Untergrund-Zaubergesellschaft. Der Film war so satirisch angehaucht. Ne? Und es waren im Prinzip alle Weißen waren die Täter und die schwarzen Männer waren im Zuge des Films nur dazu da, um den Weißen das Leben so angenehm wie möglich zu machen. Also es war so ein Film, der selbst irgendwie auf der Metaebene schon rassistisch war. So im Sinne, ne? Und das wird heutzutage so dann als Wokeness verkauft. Das ist halt hart. Ja, und wie gesagt, solche Begriffe wie Rassenbewusstsein, die habe ich mir gerade nicht ausgedacht. Wirklich Race Consciousness. Das steht so in diesen englischen Papern drinnen. Das kann man sich ganz einfach durchlesen. Race Consciousness, ja. Ne? Eigentlich sollte man ja generell weg von dem Begriff wahrscheinlich, Rasse generell, ne? Das ist ja, was die meisten Leute jetzt schon stören würde. Ne? Das ist, also, ja, es ist, ich find's generell komisch, wenn man auf der einen Seite dieses Wort so verurteilt und von der einen Seite dieses Wort so ausschlachtet. Das ist schon merkwürdig, auf jeden Fall. Ach ja. Ah. Ja, deswegen weiß ich auch nicht, deswegen zu sagen, ja, ich bin für Antidiskriminierung, ist das eine, aber diese Wokies, die verkaufen dann unter Antidiskriminierung dann sehr, sehr komische Ideologien, die auch meiner Meinung nach nicht mehr viel mit Links zu tun haben, die wirklich eine sehr inegalitäre Welt zur Folge hätten, wenn man die umsetzen würde. Ja, ich frage mich halt auch immer, wo das halt hinführt. So, ich habe das Gefühl, so generell die linke Seite tut sich damit halt oftmals halt gar keinen Gefallen so am Ende des Tages, weil ich habe das Gefühl, es geht manchmal darum, wer ist der noch bessere Gutmensch. Und dann endet es irgendwie, dass die Leute dann immer irgendwie gegenseitig auf sich losgehen. Ne? Also so ist das ja auch in dieser Woke-Bubble im Prinzip. Ne? Der eine macht dann das, dann ist das problematisch und auf einmal ist der vorher in der Woke-Bubble war, ne, auf einmal die problematische Person, wie zum Beispiel jetzt Young Feldsalat. Hast du das mitbekommen? Ja, der wurde von Shoyoka, glaube ich, gestrikt. Es ist ja so blöd. Also und jetzt auf einmal taucht er von so einem Verrückten in den Shoyoka-Papers auf. Keine Ahnung, ob du die gesehen hast, diese, also, der sich echt monatelang die scheiß Mühe gemacht hat, dieses Paper zu schreiben und dort steht Young Feldsalat als Blog-Empfehlung drauf, weil er super problematisch ist anscheinend und abscheuliche Hetze verbreitet oder so ein Quatsch. Ja, Freund oder Feind, eine ganz klare Freund-Feind-Dichotomie, das gehört auch zu dieser Woken-Ideologie. Und Erwin war damals raus, als er jetzt als er Haltung zum Ukraine-Krieg kritisiert hat. Young Feldsalat war jetzt raus, als er Shoyoka in einem Teilpunkt kritisiert hatte. Absolut. Also das ist so, ne, wenn du halt nicht komplett auf Linie bist, dann wirst du da ganz schnell aussortiert. Anscheinend. Ja. Ne? Ja, die Linie, die wird täglich neu entschieden. Das ist ja nicht eine kohärente Ideologie wie der Marxismus, wo du sagen könntest, okay, das gehört jetzt noch dazu, das nicht, sondern die Rote Sonne oder Shoyoka geben jeden Tag einen neuen Marschbefehl raus und wenn du dich halt dagegen wendest, dann bist du raus. Ne?
Aber also die Frage ist ja, denkst du, also von wem denkst du, geht das aber aus? Ist das wirklich, weil es ist ja zum Beispiel Dekadent und Shoyoka sind ja jetzt, ne, auch wenn es für uns so wirkt, ne, wir fassen die so als Woke-Bubble zusammen, aber theoretisch haben die beiden ja gar nicht so viel miteinander zu tun. Diese haben sich ja auch schon gegenseitig probiert anzukacken, ne? Ja, aber es sind halt die größten Kristallisationspunkte in der Bubble, würde ich sagen. Also Okay. hier auf Twitch. Also natürlich, also gesellschaftlich wird das an Universitäten, von großen Thinktanks, von fast allen politischen Parteien gepusht. Also selbst in der CDU, da wurden ja vor ein paar Jahren noch Frauenquoten, Gendersprache, jetzt wo die so ein bisschen auf Anti-Woke macht, ist sie da jetzt auch wieder raus. Aber selbst da gab es ja mal einen starken Flügel oder gibt es immer noch, der das sehr unterstützt. Ja, klar. Ach Mann, ey. Ja, ich bin generell gespannt, wie die ganze Geschichte noch weitergehen wird, damit Toyoka und sonst was. Wie gesagt, sie ist ja jetzt schon ein bisschen ruhiger geworden, sie ist ja jetzt mittlerweile schon ein bisschen vorsichtiger. Schade eigentlich weniger Content, aber es war ja schon ab und zu Ich habe sie halt eigentlich nie mitunter groß unterhaltsam. zum Content machen verwendet, sondern erst als sie angefangen hat, andere Leute zu sperren oder sich für die Sperrung auszusprechen. Ja, safe. Das ist ja gut. Das ist aber auch hier dein Kernthema wieder mit der Cancel Culture. Das lässt du nicht mit dir machen. Safe. Nee, das ist ja auch ein guter Grund, um dann da reinzugehen, ne? Also, aber ja, ne, du hast jetzt auch nicht wie KuchenTV 100. Wie viele Videos waren es, Leute? 350 Videos zu ihr gemacht. Es ist. Nee, nur ein paar. Wie gesagt, als er angefangen hat, KuchenTV wegzusperren, dann Nemesis wurde ja auch schon, der hat mehrere Strikes bekommen, mit dem hatte ich vor kurzem einen Talk. Also, der wird gerade auch ziemlich hart von dieser Woke-Bubble angegangen. Absolut, ja, das habe ich auch mitbekommen. Was werfen die ihm vor? Die haben ihm auch die ganze Bandbreite vorgeworfen, ne? Der wird ja auch dann gerne mal ein paar Jahre nach hinten gekramt und irgendwas rausgeholt, oder? Ja, Transfeindlichkeit, rechtsradikal, Oh Gott. rechtspopulistisch, Ja. dann noch jede Menge andere absurde Vorwürfe, dann werden einzelne Chatnachrichten rausgesucht. Wie gesagt, da werden irgendwelche Facebook-Nachrichten von ihm vor ein paar Jahren rausgesucht, wo er schon erklärt hat, wie er das meinte und warum er das heute nicht mehr so sieht. Also eigentlich alberne Vorwürfe, aber es wird alles nochmal rausgekramt und dann groß breit getreten. Also und auch in Ja, dieser safe. Woke-Bubble, wenn da irgendwer was macht, dann wird gesagt, ach, ist nicht so schlimm. Und selbst wenn das nur ein paar Wochen her ist, ah, was beschäftigst du dich denn mit so altem Zeug? Und bei Leuten wie Nemesis, da kann Ja. man einfach mal 3 Jahre zurückgehen und dann irgendwas raussuchen. Es ist so absurd, wirklich. Nee, also das ist ja generell so die Sache bei Shoyoka. Die hatte sich ja auch die eine oder andere Sache erlaubt, für die hatte sie sich dann so halb gar entschuldigt, so. Nicht direkt bei der Person, aber hatte sie wohl mal im Stream erwähnt. Und das nimmst du dann als Ausrede, ne? Und im selben Zug, ein Tweet darunter, kommt sie wieder mit derselben Sache mit Volksverhetzer TV. Also das ist ja auch schon jahrelang her. Und wenn man sich wirklich den Sachverhalt anguckt, haben wir schon drüber gesprochen, es ist ja so lächerlich. Also jemanden damit ständig so zu diffamieren, das muss ja auch eine Taktik sein. Weil man kann ja nicht guten Gewissens, wenn ein Typ halt geschrieben hat hier, was hat er geschrieben? Der war gar nicht mal so schlecht, ey. Also da als Volksverhetzer zu kommen, ist schon hart. Das ist schon harter Tobak. Ja, da sind wir wieder bei dieser Problematik, das Ganze aufs Strafrecht zu schieben. Dann hast du nämlich den deutschen Staat als Autoritätsargument. Das machen ja auch viele beim Safe. Verfassungsschutz so. Der Verfassungsschutz sagt, irgendwer sei rechtsradikal und dann, oh, der ist rechtsradikal. Ja. Also der Verfassungsschutz ist aber auch eine Institution mit Interessen, wo eben das Innenministerium sagt, was der zu machen hat. Also das ist ja eine weisungsgebundene Behörde. Also dieses staatliche Institutionen immer für absolut, als Verkünder einer absoluten Wahrheit anzusehen, das sehe ich auch als sehr gefährlich an. Das kann ich nachvollziehen. Wie gesagt, ja, man sollte immer den individuellen Fall beurteilen. Da bin ich ganz bei dir. Aber denkst du beispielsweise, dass das Innenministerium, dass das Innenministerium, also welche Interesse hat das Innenministerium an dieser, ich sage jetzt mal, woken Ideologie, ne? Das Innenministerium, das fördert das doch mit dem Projekten Demokratie leben. Also da gibt es Genau, aber woke transatlantische wie. Thinktanks, die massivst gefördert werden. Also da muss man angucken, was in diesem ganzen Fördertopf so drin ist. Da sind hunderte Projekte drin. Aber welche Interesse haben die dann daran? Also warum beteiligt sich das Innenministerium daran? Das ist die Frage.
Ja, weil die SPD sich ein politisches Vorfeld aufbauen will. Also die SPD ist ja eine Partei mit eigenen Interessen und sie will eben, dass ihre Ideologie gesellschaftlich durchgesetzt wird. Und aktuell sind die Parteien SPD, Grüne, FDP, die sind alle auf diesem woken Trip und entsprechend fördert man dann Anliegen, das zu fördern, auch weil man damit politische Gegner aus dem Spiel nehmen kann. Wenn du deine Gegner einfach als rechtsradikal, als rassistisch, als antisemitisch, als sonst was diffamieren kannst, dann brauchst du dich inhaltlich nicht mehr mit ihnen auseinanderzusetzen. Und dementsprechend fördert man das dann. Okay, aber hattest du nicht, bevor die Ampel zum Beispiel, also bevor die SPD überhaupt, ne, also bevor die Ampel da war, hattest du nicht da schon das Gefühl, dass es schon in eine wokere Richtung abgedriftet ist, so gesamtgesellschaftlich? Weil ich Natürlich, habe das ist das ein Gefühl, Phänomen. das ging ja schon vor einiger Zeit eher los, oder? Das ist ein Phänomen, was den ganzen Westen erfasst. Also das würde, ich Ja. habe ja auch gesagt, mit der CDU würde sich daran auch nichts groß ändern. Na klar. Okay. Und wie gesagt, Einer das. schreibt hier, sorry, das ist was ganz anderes. Verdammt, mir fällt gerade auf, dass ich den gleichen Sessel zu der Couch vom Agitator habe. Also wenn du noch den passenden Sessel brauchst, dann habe ich hier den Ansprechpartner gefunden. Ich habe hier einen passenden Sessel stehen daneben. Alles Gute. Hat er schon, sorry. Ne? Außerdem sind wir hier nicht eBay Kleinanzeigen, mein Freund. Nee, aber Oh, diese geil. ganzen Thinktanks, das ist interessant, das sind ja internationale Thinktanks, die das pushen. Also einer der größten ist sicherlich die Human Rights Campaign. Ich weiß nicht, ob du von der schon mal gehört hast. Die macht ESG-Ratings und versucht da dieses ganze woke Zeug reinzupacken. Also sie versucht Firmen dazu zu bringen, sich an diese woke Ideologie zu halten, da Richtlinien zu erfüllen. Also was meinst du, warum Amazon beispielsweise vorschreibt, dass ein bestimmter Anteil der Schauspieler zu ethnischen Minderheiten gehören muss und dann Rollen absurd besetzt oder Netflix. Die machen das, weil es da eben Krass. monetäre Anreize zu gibt. Ja, das habe ich auch schon gehört, dass du als Unternehmen so einer gewissen, ich sag jetzt mal, Wokeness-Skala hast, ne, und dann wirst du halt dementsprechend gefördert. Das war ja bei Disney ganz, ganz extrem, wo man gesagt hat, okay, Wokeness ist so einen gewissen Punkt ein monetärer Anreiz. Wobei jetzt ist ja jetzt schon die Frage, ne, weil sich jetzt schon mittlerweile relativ viele Menschen dann dagegen stellen, wenn es so übertriebene Woke-Produktionen sind, sodass es eben dieses Sprichwort gibt, go woke, go broke. Ne? Also da sind jetzt so diese zwei Lager im Prinzip. Ne? Die einen Leute, die es unterstützen, die anderen Leute, die es boykottieren. Das heißt, mittlerweile kannst du nicht mehr guten Gewissens einfach so sagen, hier, ich mache jetzt alles woke, weil du kriegst dann Backlash mittlerweile. Ne? Von den bösen Rechtsradikalen natürlich. Wie gesagt, das kommt, also das mit diesem Wokeness pushen, das kommt ja gar nicht so sehr von den Kunden. Ich hatte ja gerade die Human Rights Campaign angesprochen, die wird ja nicht von dir und mir bezahlt, sondern vom amerikanischen Großkapital. Dann sind dann solche Firmen wie Amazon, Apple, American Airlines und so dabei. Also die kriegt ja nicht von uns ihr Geld. Ja, klar. Logisch. Aber warum haben die denn das Interesse daran, da dann Geld reinzustecken? Das frage ich mich, ne? Also wer hat ein Interesse dafür, das Geld dahingehend auszugeben, ne, um die Gesellschaft eben woker oder um Filme woker zu machen? Also irgendwo muss ja irgendwer davon krass profitieren. Das frage ich mich so. Ja, und das ist eine Frage, über die wird sich gerne gestritten. Und jetzt kommen wir ins, manche würden sagen, Verschwörungstheoretische. Okay, ich bin bereit. Ja, ich habe mein grünes Jackett an. Ich würde sagen, das ist ein Herrschaftsinstrument. Ich würde sagen, das ist eine Agenda, die wurde in den USA von einem Teil der dortigen Eliten als gutes Herrschaftsinstrument erkannt, mit dem man entsprechend Politik legitimieren kann. Also man sagt beispielsweise jetzt, wir führen einen Krieg nicht, weil wir Rohstoffe brauchen, sondern wir führen einen Krieg, um die Homosexuellen da zu befreien oder um Frauen Schulbildung zu ermöglichen oder sowas. Und wenn man diese Werte pusht, kann man damit seine Politik leichter legitimieren. Ah, okay. Das heißt, also im Prinzip könnte man das jetzt als Argument nehmen, zum Beispiel in irgendein südländisches Land einzumarschieren und sagen, hier, die sind so homofeindlich und so, deshalb gehen wir da jetzt rein und befreien die Homos und das klingt so doof. Sorry, Leute. Wir befreien die Homosexuellen und hinterlassen aber Berge voller Leichen, aber wir haben es mit gutem Gewissen getan, weil für die Freiheit. Ja, Boah, das wäre beispielsweise. natürlich. Boah, Der ne? Ist das. Afghanistan-Krieg wurde so gerechtfertigt, beispielsweise. Was war da die genaue Rechtfertigung? Also ich kann mich noch leicht daran erinnern, dass es ein bisschen absurd war, ne? Aber was war es nochmal? Wir bauen Brunnen und ermöglichen Mädchen den Schulbesuch. Also zuerst hat man gesagt, wir müssen Al-Qaida besiegen, die sind für 9/11 verantwortlich, dass in Afghanistan die Taliban an der Macht waren, Osama bin Laden schon geflohen war, als man da einmarschiert ist. Alles egal. Also dem Grünen glaubte da Ja. danach eh nichts mehr. Da hat man dann gesagt, Mensch, jetzt müssen wir das Land besetzt halten. Also da müssen wir unserer Bevölkerung irgendwas erzählen. Und dann kamen diese ganzen Begründungen. Oder warum man vorher Sanktionen gegen die Taliban verhängt hat.
Das hat man auch gesagt, Mensch, die unterdrücken die Frauen so schlimm. Das hatte eher was damit zu tun, dass die Taliban sich weigerten, die Erdgaspipeline, die die USA unbedingt von Turkmenistan nach Pakistan verlegen wollten, durch Afghanistan verlegen wollten. Also das hatte mit Geostrategie zu tun und dann hat man der Bevölkerung gesagt, wir tun das für die afghanischen Frauen. Heftig, ja. Generell, Amerika hat sich in der Hinsicht in den letzten Jahrzehnten oder schon immer nicht wirklich mit Ruhm bekleckert, ne? Was war nochmal diese legendäre Geschichte, die ich noch im Hinterkopf hatte, wo sich die Amerikaner über die Russen aufgeregt hatten, dass sie Atomwaffen irgendwo an der Grenze gebaut hatten und dann kam raus, dass sie das, also da wurde dann ein Riesenthema draus gemacht und Amerika, wie können die nur? Und Amerika hatte an denselben Stützpunkt oder ein paar Meter weiter selbst irgendwie Atomwaffen, ne? Irgendwie so an der Grenze. Kann sich noch irgendwer daran erinnern? Irgendwer schreibt Kuba. Kuba-Krise. Ja, da haben die USA Kuba blockiert und mit Krieg gedroht, bis Russland seine Atomwaffen abgezogen hat. Also das war... Ja, da sieht man auch, wozu eine Großmacht bereit ist, wenn sie sich bedroht sieht. Und aber auf den anderen lässt man dieses Argument dann nicht gelten. Wenn der andere sagt, ich sehe mich bedroht, wenn die NATO hier immer weiter vormarschiert, ist jetzt ein anderes Thema. Das würde jetzt, glaube ich, zu weit führen. Du meinst ja, du müsstest eh gleich weg. Also. Ja, klar. Ne, das brauchen wir jetzt nicht noch aufmachen. Ich bekomme hier gerade auch schon in meinem Chat hier, ne, die Leute, die Jay Riddle, denk an die Zeit. Wenn ich höre, du bist zu spät gekommen. Ja, deswegen, wie gesagt, wenn du Schluss machen willst, dann können wir jetzt Schluss machen. Ja, ne, also ist halt auch ganz nett, dass es ein kurzes Gespräch für den Einstieg war, weil ich merke ja, das war jetzt mein erster Talk überhaupt, den ich so online habe. Ne, es ist ungewohnt halt auf jeden Fall. Ne? Das ist ja so die Sache. Ne? Also es ist gut, wenn ich mich jetzt erstmal daran gewöhne. Und erstes Mal ist eh immer ungewohnt. Ne? Dann hier technische Schwierigkeiten gehabt, nur die Hälfte vom Satz immer gehört. Aber naja, ich hoffe, es war für dich auch ganz angenehm hier. Ne? Und du hast dich gemerkt, dass es das allererste Mal war. Nee, habe ich nicht gemerkt. Ich hatte mich nur vorhin gewundert. Mensch, der reagiert ja ganz normal. Scheiße, ich war ein paar Minuten zu spät. Nicht, dass er sich jetzt anders überlegt hat. Nein. Das jetzt nicht. Okay, aber dann, nee, cool, dass wir das möglich gemacht haben. Ne, das machen wir auf jeden Fall nochmal ausführlicher irgendwann in Zukunft. Hätte ich auf jeden Fall Bock drauf, ne, wenn ich mich ein bisschen eingegroovt habe. Aber dann quatschen wir nochmal über Gott und die Welt. So, irgendwer schreibt Kuchen. Kuchen ist online. Wollen wir Kuchen-TV raiden? So. Jo, ich raide, glaube ich. Auch online? Ich gehe gleich offline. Ich raide, glaube ich, gleich. Wer ist denn gerade online? Ach, Marcellus Wallace ist online. Den raide ich, glaube ich, mal. So, und dann gehe ich auf Kuchen-TV. So, dann kriegen wir das hin. Na gut, mein Lieber, ja? Jo, dann ciao. Ciao, tschüss.